Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen der Ringvorlesung Philosophie, ich darf Sie heute zu der Vorlesung begrüßen, die tatsächlich Heinrich Heine im Mittelpunkt hat. Wir haben ja das Thema Schreiben im Exil, Heine und die Folgen. Und der heutige Gast ist im Studio ist Christian Liedtke, Mitarbeiter im Heinrich-Heine-Institut der Universität, der Stadt Düsseldorf. Herr Liedtke, vielen Dank, dass Sie nach Oldenburg gekommen sind. Sehr gerne. Meine erste Frage ist, wie kommt man als Literaturwissenschaftler auf Heinrich Heine? Wie sind Sie auf ihn gestoßen? Also ich bin nicht als Literaturwissenschaftler auf ihn gestoßen, sondern als Leser, als junger Leser mit 15 Jahren am Bücherschrank meines Vaters, an dem ich mich austoben durfte, entdeckte ich irgendwann die schönen blauen Bände dieser DDR-Heine-Ausgabe und habe angefangen, Gedichte zu lesen, die irgendwie einen Nerv getroffen haben, etwas getroffen haben, was mich interessierte. Ich glaube, damals als vielleicht 15-Jähriger war es vielleicht die Sentimentalität Heines, die mir irgendwie so ein bisschen auf meiner Wellenlänge war. Ich habe aber weitergelesen. In der Ausgabe waren ja noch andere Texte drin, nicht nur die Gedichte. Ich habe das Wintermärchen gelesen, habe nicht alles verstanden in dem Alter, aber ich habe die Energie, den Witz und auch den Zorn gespürt, der in diesen Zeilen steckt. Und das hat mich dann eigentlich nie mehr losgelassen. Ich habe mich dann immer weiter mit Heine beschäftigt, später im Studium und dann auch irgendwann wirklich als Literaturwissenschaftler, aber immer auch als Leser. Sie haben in Hamburg studiert. Das ist ja der Ort, an dem Klaus Prick lebt, der vielleicht wichtigste Herausgeber einer sehr wirkungsstarken Heine-Ausgabe auch gelehrt hat. Waren Sie dort auch mit Prick im Kontakt als Student? Das war ich, das war mein großes Glück. Das ist auch in meiner Heine-Biografie gewissermaßen der nächste wichtige Schritt. Also vom Leser zu jemandem, der sich wissenschaftlich mit Heine beschäftigt. Und da hat mich persönlich die Art, wie Klaus Prieglepp sich mit diesen Texten beschäftigt, die intensive Lektüre, das sich Einlassen auf die Sprache und auf diese Texte sehr, sehr beeindruckt und auch sicherlich beeinflusst. Es ist ja eine Ausgabe, 7 Bände bei Hansa dann erschienen, die auch den politischen Heine sehr stark betont. Heine ist ein Autor, der gerade nach 1945 nicht unbedingt von allen gern gelesen wurde. Das stimmt, die Wirkungsgeschichte Heines, die Sie ansprechen, ist ein ganz weites Feld. Ein Autor, der immer gegen Widerstände angeschrieben hat, der natürlich selber auch widerständig war, aber dessen Wirkungsgeschichte nie einfach gewesen ist. Er ist nie ein Klassiker in dem Sinne gewesen, dass er auf einem Denkmal steht und alle bewundern ihn, sondern er ist immer umkämpft gewesen. Überhaupt Heine an Universitäten lesen zu dürfen, in Anführungszeichen, Heine an Schulen lesen zu dürfen, dafür musste gekämpft werden, dafür wurde gekämpft. Vor allen Dingen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als die Germanistik sich ja auch neu aufstellte und selber sich auch als politische Wissenschaft verstand, da ist Heine nicht zufällig wiederentdeckt worden, auch von der Literaturwissenschaft wiederentdeckt worden. Also seine Neuentdeckung war die als politischer Autor, der nie bequem war und der auch nicht so leicht einfach nur abzufeiern ist bei Jubiläen oder entsprechenden Ehrungen. Sondern der auch was sehr Kritisches in sich hat, auch was sehr Zeitkritisches, was politisch sehr Kritisches, was sozusagen in der bürgerlichen Welt als solche erstmal nicht aufgeht. Also ist niemand ein Klassiker wie Goethe, wie Schiller, wie Fontane, dem man sich ins Board stellt und mit dem man sozusagen einen guten bürgerlichen Alltag leben kann. Das stimmt, Heine ist immer eigentlich gegen jegliche Form von Autorität angegangen, sei es kulturelle, sei es literarische Autorität, politische sowieso. Das widerspricht ja alleine schon dem Klassikerstatus und eben dieser Widerspruchsgeist, dieses Anti-Autoritäre steckt in seinen Schriften drin. Und das ist wahrscheinlich auch das, was mich damals eben als junger Mensch schon begeistert hat. Und es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass eine Stadt wie Düsseldorf, in der Heinrich Heine geboren wurde, ein Institut einrichtet. Können Sie ein paar Sätze zu der Geschichte Ihres Instituts sagen? Wie kam es dazu, dass eine Stadt sozusagen sich dann doch zu ihrem vergessenen Sohn bekannte? Also vergessen war Heine nie in Düsseldorf, seine Geburtsstadt. Es gab immer Personen, die sich für Heine eingesetzt haben. Aber die Stadt selber nicht immer. Die Stadt selber nicht immer, das mag sein.
Man muss hier auch trennen zwischen dem lange anwährenden Streit um die Benennung der Universität nach Heinrich Heine und dem, was die Stadt gemacht hat. Die Stadt hat dieses Institut schon sehr früh, 1970, eingerichtet, hat vorher aber immer schon Heine gesammelt. Das öffentliche Gedenken Heines war aber sehr, sehr schleppend. Also sehr lange Zeit gab es kein Denkmal. Dann gab es nach dem Krieg so verschämte Alibi-Denkmäler, die keine wirklichen Dichterstandbilder gewesen sind. Das hat also bis Ende der 80er Jahre gedauert, dass ein Heine-Denkmal in Düsseldorf der 80er Jahre. Ja, errichtet worden ist, ein repräsentatives, also das war 1981. Mhm. Ähnlich war der Prozess der Benennung der Universität, wo es schon in den 60er Jahren, also Ende der 60er, das Bestreben gab, diese Uni nach Heinrich Heine zu nennen. Und das hat fast 25 Jahre gedauert, bis das dann wirklich geschehen ist. Also es gab immer Widerstände gegen Heine in der Stadtgesellschaft, in der akademischen Gesellschaft. Aber es gab auch immer, das darf man nicht vergessen, Fürsprecher Heines. Und das waren meistens leidenschaftliche Fürsprecher. Es gab Studierende, die damals, wo gibt es das heute noch, für einen Dichter, für einen toten Dichter auf die Straße gegangen sind, die Graffiti gesprayt haben, wo Heinrich-Heine-Universität stand, die Happenings veranstaltet haben, im Gedenken an Heine, aber eben auch, um diese Benennung ihrer Universität voranzutreiben. Also da sieht man schon, dass es nicht nur starke Ablehnung gab, aus den verschiedensten Gründen, sondern auch sehr starke Identifikation und auch Kampfbereitschaft für Heine. Aber man kann doch dann sagen, dass im Grunde erst diese Aufbruchstimmung der 68er-Zeit, diese Renaissance, das Erinnern an Heinrich Heine in einer ganz starken Weise auch gefördert hat, sodass die Stadt das Institut gründete und die Universität dann nochmal 20 Jahre später bereit war, sich nach Heinrich Heine zu benennen. Das heißt, diese Aufbruchstimmung war ganz entscheidend für die Renaissance, oder? Ganz bestimmt. Wie überhaupt die Wiederentdeckung Heines eine politische Wiederentdeckung war. In der Wissenschaft und auch in der Allgemeinheit darf man ja nicht vergessen, war Heine nicht deswegen vergessen, weil er irgendwie langweilig wäre oder weil er ein Klassiker wäre, den keiner mehr liest, sondern er war vergessen, weil er in der Nazizeit zu den Autoren gehörte, die ausgemerzt werden sollte, wo die Erinnerung an seine Schriften und an sein Werk und an sein Wirken in Vergessenheit gebracht werden sollte. Das war die erklärte Kulturpolitik der NS-Kulturbehörden, Heine der Vergessenheit anheimfallen zu lassen. Die Bücher wurden aus Bibliotheken entfernt, aus den Schulbibliotheken, von den Lehrplänen sowieso. Die vielen Heine-Vertonungen wurden nicht bei den Konzertsälen gesungen. Also es war wirklich eine gezielte Ausrottung gegen sein Werk. Und dann entstand natürlich auch eine Lücke, was die Wissenschaft betrifft, denn natürlich auch viele Wissenschaftler, die sich mit Heine beschäftigt haben, waren Juden und mussten ins Exil in der Zeit. Und das heißt, als die Universitäten nach dem Krieg in Deutschland wieder aufgebaut wurden und die Germanistik weitermachte, gab es nur sehr wenige Heine-Experten. Mhm. Also das Wissen verschwand. Und es war doch, glaube ich, auch so, dass die 10er und 20er Jahre eine Zeit der Heine-Ausgaben war. Das heißt, die Weimarer Republik als eine Zeit, wo man eine Liberalisierung, eine kosmopolitische Öffnung Deutschlands bewerkstelligte, war eine Zeit der Heine-Ausgaben. Das stimmt, die ersten wissenschaftlichen Ausgaben sind in der Zeit entstanden. Die öffentlichen Debatten um Heine-Standbilder tobten derweil mit unglaublicher Intensität. Also es wurde sehr, sehr viel gestritten um Heine. Und das hat sich eigentlich sein Leben lang durchgezogen, dieser Streit, dass es einerseits die großen Befürworter gab, die eben ihre wissenschaftlichen Niederschläge gefunden haben, aber dann eben auch immer von Autoritäten und aus der Politik die Ablehnung gab und den Versuch, ein öffentliches Gedenken nach Möglichkeit zu unterbinden. Und man könnte auch sagen, dass Heine zu seinen Lebzeiten neben Goethe einer der meistgelesenen oder auch mit der größten Reputation, also er galt als Weltliterat fast, als Deutscher in einer gewissen Weise, der über Deutschlands Grenzen hinaus eine Bekanntheit hat, in Frankreich, wo er lebte, hoch angesehen war, aber auch in anderen Ländern. Also Heinrich Heine war eigentlich zu seinen Lebzeiten neben Goethe der Repräsentant deutscher Literatur, kann man das sagen? Wurde das, zunächst war er das nicht unbedingt und seine Stellung war auch sehr, sehr
umstritten. Also ich würde nicht sagen, dass er zu Lebzeiten jetzt als irgendwie als klassischer Dichter anerkannt wurde, zumal er ja selber am Denkmal Goethes ordentlich gekratzt hat. Aber als Widerpartner in gewisser Weise. Das vielleicht, also als ein Klassiker zumindest des politischen Schreibens, das sicherlich, wenn auch nie alleine und nie umstritten. Das Besondere ist, dass Heine auch immer große Gegner hatte, mächtige Gegner hatte, die ihn bekämpft haben, sodass schon zu Lebzeiten eigentlich die Wirkungsgeschichte und die Debatten, die um Heine geführt wurden, fast genauso interessant waren wie sein Werk selber. Mein Heine ist in einer sehr politisch bewegten Zeit aufgewachsen. 1797 geboren in Düsseldorf, die napoleonische Zeit folgte. Ab 1815 waren die Preußen dann in Düsseldorf. Es ist die Zeit der Befreiungskriege, die Zeit der Restauration, die Zeit der Julirevolution in Frankreich, die Zeit des Vormärz in Deutschland. Ja, ja. Also eine hochbewegte politische Zeit, in der seine Biografie fällt. Ja, er hat einmal sich selbst als der Sohn der Revolution bezeichnet. Er hat gesagt, ich bin der Sohn der Revolution. Und das stimmt eigentlich auch biografisch, weil es mehrere Revolutionen gibt, die sein Leben bestimmt haben. Einmal natürlich die große französische Revolution von 1789, die er nicht, da war er noch nicht auf der Welt, aber ihre Auswirkungen hat er unmittelbar gespürt, weil seine Heimatstadt Düsseldorf französisch wurde. Dann zogen die Franzosen wieder ab, später kamen sie wieder, aber die Hauptzeit seiner Jugend fällt in die Franzosenzeit. Dann war es die Julirevolution von 1830, die auch mit seiner Übersiedlung nach Paris dann zu tun hatte, eine wichtige Rolle dabei gespielt hat. Und dann die Revolution von 1848, die auch nochmal einen Einschnitt für ihn bedeuteten. Insofern waren es eigentlich drei Revolutionen, die sein Leben auch äußerlich, auch ganz konkret bestimmt haben. Und das Thema Revolution ist sein Thema, darum ist der Ausdruck Sohn der Revolution in doppelter Hinsicht passend, einmal biografisch, aber andererseits eben auch werkbiografisch, weil im Grunde das Nacherleben der französischen Revolution, das Nachwirken der französischen Revolution sein ganzes Werk durchzieht. Mhm. Revolution war für ihn kein Ereignis, sondern ein Prozess, in dem er sich befand und den er als nicht abgeschlossen ansah. Sie haben einige Heinrich-Heine-Bücher schon veröffentlicht. Sie haben im Robert Verlag eine Bildmonographie, eine der letzten, glaube ich, großen, geschrieben. Zeige ich Ihnen einmal ein Buch, in dem man etwas über das Leben sozusagen aus einer Perspektive erfährt, wo Sie Werke und Briefe auswerten und eine Erzählung seines Lebens schreiben, wissenschaftlich fundiert. Und Sie haben zuletzt ein Buch geschrieben, oder eigentlich herausgegeben, muss man sagen, eine Anthologie, eine Zusammenstellung wichtiger autobiografischer Zeugnisse von Heinrich Heine, die Sie jeweils kurz einleiten. Das möchte ich Ihnen Zuschauern auch mal zeigen. Das Buch heißt Das Märchen meines Lebens, poetische Autobiografie. Ein Buch, in dem Sie zentrale Passagen aus dem autobiografischen Werk Heines aufführen. Und für mich war ganz überraschend, nochmal zu sehen, dass Heine sehr früh angefangen hat, über sein Leben zu reflektieren, über sein Leben auch zu schreiben. Können Sie uns ein paar Sätze sagen zu Heinrich Heine als autobiografischem Autor? Ein paar Sätze? Ja, nicht alles, was Sie wissen, ja, aber einige, die uns eine Ahnung geben. Aber wir sind offen. Das Faszinierende ist, und auch Überraschende, was Sie ja auch angesprochen haben, ist, dass Heine eben schon in sehr frühem Alter, mit 25, den Plan gefasst hat, Memoiren zu schreiben. Steht in einem Brief, ich schreibe jetzt meine Memoiren. Und man denkt ja, Memoiren schreibt man, wenn man 80 ist und auf ein Leben zurückblickt. Aber Heine verstand Memoiren anders. Für ihn waren Memoiren eben der Versuch, das Zusammenprallen seines eigenen Erlebens mit der Zeit, mit den Ereignissen seiner Zeit zu beschreiben. Also das Politische im Privaten zu spiegeln. Und umgekehrt war einer der Grundvoraussetzungen seines Schreibens überhaupt. Darum hat er eben so früh angefangen, autobiografisch zu schreiben. Und wegen dieses Ansatzes ist eben auch das Autobiografische eigentlich fast immer in irgendeiner Weise in seinem Werk enthalten. Auch wenn es sich um Texte handelt, die vielleicht nicht unbedingt jetzt dem Gattungsbegriff, der Gattungsbestimmung Autobiografie entsprechen, ist eben doch diese Perspektive, dieser Ansatz, das Individuum, das Ich, im Konflikt oder im Strom der Zeit, das
Thema Heines. Das heißt, Heines ist jemand, der in der Zeit lebt, aber, wenn ich es richtig verstehe, mit den geläufigen Selbstdeutungen der Bürger nicht zurechtkommt. Also er sieht sich so, dass er merkt, die geläufigen Verständnisse eines bürgerlichen Menschen, der studiert, eine Arbeit aufnimmt, das ist nicht das, in dem er sich einordnen kann. Ganz sicher nicht. Und er möchte auch seine Literatur eben anders verstanden wissen. Man muss ja bedenken, als Heine anfing zu schreiben, Schiller war das große Vorbild auch für die politischen Dichter, die dann aufkamen. Aber Heine war einer der ersten, die gewissermaßen den Anspruch, den ästhetischen Anspruch der klassischen Literatur verbinden wollten mit politischem Anspruch. Das heißt, mit dem Ziel, dass die Literatur politisch sein sollte. Nicht nur im Sinne ihrer Themen, sondern auch in dem Sinne, dass sie direkt einwirkt auf die Politik. Also, dass sie nicht nur Anteil nimmt, sondern dass sie selber politisch wirkt. Das heißt, dass sie polemisch wirkt. Polemisch ist ein Mittel dabei, die Polemik ist ein wichtiges Mittel dabei. Aber generell Literatur in einem operativen Sinne verstanden. Literatur nicht einfach schreiben um der Kunst willen, so wie Heine das Goethe noch zugeschrieben hat. Da hat er das schöne Wort von der Kunstbehaglichkeit der Literatur und der Goethezeit geprägt. Sondern mit dieser Kunstbehaglichkeit sollte es vorbei sein. Streit nach Heine. Kunst. Stattdessen sollte die Literatur eingreifen ins Tagesgeschehen, Stellung beziehen, Streit verursachen, Streit anzetteln. Das war das, was er tun wollte. Und dabei spielt eben das Individuelle, das Subjektive eine ganz besonders wichtige Rolle. Und wahrscheinlich auch der Form nach noch, dass Heine relativ oft in Zeitschriften und Zeitungen veröffentlicht hat. Natürlich, das Medium des politischen Tageskampfes war die Zeitung. Heine hat gesagt, es ist die Zeit des Ideenkampfes und Journale sind unsere Festungen. Mhm. Also hat da die militärische Metaphorik ganz gewiss nicht zufällig gebraucht. Es war ein Ideenkampf und es war auch ein Kampf mit harten Bandagen. Mhm. Sie haben die Polemiken angesprochen, das war eine Zeit der Polemik. Heine hat ordentlich ausgeteilt, aber hat auch eingesteckt. Also er ist auch Opfer, Ziel von Polemik gewesen, aber in der Zeit, in der er lebte, war Polemik auch als Kunstform anerkannt, also politische Korrektheit war noch nicht erfunden und ist auch für Heine nicht erfunden worden. Und wenn man nochmal auf die Biografie kommt, auch auf den Hintergrund des Jüdischen, Heine entstammt ja, so kann man es auch ihrem Rowohlt-Band entnehmen, einer jüdischen Kaufmannsfamilie, eine wohlhabende Familie, zumindest der Onkel war ein sehr, sehr wohlhabender Hamburger Bürger, der es mit großem Geschick zu sehr viel Geld gebracht hat, der auch als Mäzenat in der Stadt tätig war, der Heine dann auch unterstützt hat finanziell später. Aber wenn ich es richtig verstehe, war die Familie eine reine Handelsfamilie, im Handelsgeschäft tätig und er war sozusagen ein literarischer Ausreißer in der Familie. Und er war auch natürlich als deutscher, jüdischer Herkunft, jemand, der in dem Sinn auch, Hannah Arendt würde Paria sagen, ein Außenseiter, der erst einmal nicht zur Gesellschaft gehörte, sondern, das ist ja auch viel kolportiert und beschrieben, um Teil der Gesellschaft werden zu können als Jurist, sich hatte protestantisch taufen lassen müssen. Das heißt, hier ist ja auch so eine Art Spannung in der Biografie, wo zum einen die jüdische Familie, zum anderen die deutsche Gesellschaft und beide sind ein Stück anders als er. Ja, das ist eine der Grundlagen seines Dichtertums. Als er seine ersten Texte herausbrachte, hat er das unter Pseudonym getan. Aus genau zwei Gründen. Der eine, und beide sind die Gründe, die Sie jetzt angesprochen haben. Der eine ist der familiäre Hintergrund, der andere die Judenfeindlichkeit der Zeit, in der er lebte. Zur Familie, er stammte, sein Vater war Tuchhändler, also handelte mit Stoffen. Später ging er dann nach Hamburg und lernte dort eben bei dem schon angesprochenen Onkel Salomon, der eine große Figur in seiner Biografie war. In dem Buch Poetische Selbstporträts, also das Märchen meines Lebens, gibt es auch mehrere Texte dazu, die sich mit dieser Zeit in Hamburg, diese Zeit thematisieren, wenn auch nicht immer direkt. Mhm. In dieser Familie, der Vater war, wie gesagt, sehr berühmt in Hamburg und Heine hat deswegen anonym oder pseudonym veröffentlicht, weil der Onkel es niemals gestattet hätte, dass sein Name, der Name Heine, und das war sein Name, unter irgendwelchen Liebesgedichten steht. Ja, das wäre also gar nicht gegangen.
Das war so der eine Grund, dass Heine also mit seinem Auftreten als Dichter hier gegen die Familienvorgabe, gegen die Etikette verstoßen hat. Also schon mal ein Akt der Rebellion. Und das andere war, dass es kein Beispiel gab für einen deutschen jüdischen Liebesdichter. Einen Juden, der in einer Zeitung Liebesgedichte veröffentlicht. Heine wusste sehr genau, dass er, wenn er diesen Schritt tut an die Öffentlichkeit unter eigenem Namen, dass er damit Widerspruch, antisemitischen Widerspruch hervorrufen würde. Er hat es in einem Brief geschrieben an einen Jugendfreund, dass also er die Wogen des Judenhasses an sich anbranden lassen müsste, wenn er jetzt mit dem eigenen Namen an die Öffentlichkeit geht. Deswegen hat er es damals noch nicht getan. Aber man sieht, dass diese beiden Punkte, die Sie in Ihrer Frage genannt haben, im Grunde am Anfang auch von Heines Laufbahn als publizierender Schriftsteller stehen, als jemand, der in die Öffentlichkeit tritt. Und beide, sowohl das familiäre als auch Heines Judentum, spielten in seiner Rezeptionsgeschichte immer eine Rolle. Es war immer, immer das, was die Leute wussten und was ein Skandalon war. Also was an sich schon ein Skandal war in dem Augenblick, wo er die Bühne der Öffentlichkeit betrat. Und es wäre auch, wenn ich richtig verstehe, eine seltsame Mischung zwischen dem, dass zum einen nach den Befreiungskriegen auch eine antijüdische Stimmung aufkam, die Hep-Hep sozusagen, Pogrom in Süddeutschland und an anderen Stellen. Und dann aber auch in Berlin die Bemühung von einzelnen jüdischen Gelehrten, die Wissenschaft des Judentums in einer Art Gegenreaktion überhaupt stark zu machen. Das heißt, das Antijüdische auf der einen Seite und auf der anderen Seite der an sich assimilierten jüngeren Juden mit dem Bewusstsein, wir wollen eigentlich wissen, woher wir kommen, uns auch selbstbewusst vertreten. Und Heine, wenn ich verstehe, hat auch eine Zeit dort mitgewirkt. Das hat er, genau. Es war die Zeit nach den Befreiungskriegen, also die Zeit, wo das Thema Nation ein großes Thema im öffentlichen Diskurs war. Und ein Nebenthema, aber für die Juden ein Hauptthema war eben, dass viele der Ansicht waren, dass die Juden zu dieser deutschen Nation nicht dazugehören. Und gerade die jungen, aufgeklärt aufgewachsenen Juden, die studierten, die Universitäten besuchten, waren natürlich Teil auch dieser akademischen Gesellschaft und der Bildungsgesellschaft. Und Heine war Mitglied in einer sehr, sehr interessanten Gruppierung, der Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden. Eine Gruppierung junger Juden, die alle die Uni besuchten, alle, nicht alle, aber viele von ihnen waren sehr stark von der Philosophie Hegels beeinflusst. Und sie entwickelten die Idee eines selbstbewussten Judentums, das sich säkular und über die jüdische Kultur und Literatur definierte und nicht religiös. In dieser Gruppe, die von Leopold Zuntz, dem großen Theologen, jüdischen Theologen, angeführt wurde und deren gegründet wurde und ihr Präsident war Eduard Ganz, also der später der erste jüdische Rechtsprofessor wurde. Und ich glaube auch ein Hegel-Biograf, oder warum? Genau, und der erste Hegel-Biograf und Herausgeber war, da fand sich also in einer ganz kleinen Gruppe unheimliches intellektuelles Potenzial. Da wurden natürlich auch die Fragen des Judentums in der modernen Gesellschaft diskutiert, weil eben allen klar war, dass das traditionelle, das orthodoxe Judentum nicht am Aussterben war. Und die Frage war, wie definieren wir heute uns als Juden? Und über dieses Thema wurde in diesen Kreisen debattiert. Heine war nicht immer mit allem einverstanden. Er war eigentlich kein Freund des Reformjudentums, das nach seiner Auffassung das Judentum verwässerte. Er wollte ein modernes, aufgeklärtes und vor allen Dingen selbstbewusstes Judentum. Und kann man sagen, dass von dieser eigenwilligen Mischung, wo sozusagen auch die hegelische Philosophie der Freiheit eine große Rolle spielte, der Einfluss auf Heine dann so war, dass er auch im Spätwerk in den Geständnissen sagen, das frühe Judentum als eine Religion der Freiheit auch bezeichnet hat, als einen Vorläufer der Freiheit, wie sozusagen in aufgeklärten Zeiten, da es in einem Orient sozusagen, in dem das Bewusstsein für diese Freiheit gar nicht sonst herrscht. Das stimmt, Heine hat, wobei man sagen muss, er hat in allen Religionen immer nach dem Funken der Freiheit gesucht, hat immer gesucht, inwieweit oder aber wo. Doch das Jüdische als eine sehr, sozusagen als Primus inter pares, könnte man sagen.
Wenn man seine Schriften zu dem Thema, gerade zu der Entstehung des Judentums betrachtet und dem Judentum durch die Geschichte hindurch, dann ist sehr deutlich, dass er den Begriff der Revolution und des Judentums immer zusammenbringt. In ganz vielen Aspekten. Sie sprechen die Geschichte, die Geständnisse an. Da ist die große Gestalt Moses. Moses war ein Sozialist, sagt Heine. Also Moses ist für ihn eine revolutionäre Gestalt. Auch Jesus Christus war ein jüdischer Sozialist. Ein jüdischer Revolutionär in Heines Augen. Wie aber überhaupt für ihn die Idee des Judentums in der Diaspora, also das für ihn das moderne Prinzip war. Er sagte, dass die früheren Völker hingen entweder am Boden, an dem Land, liebten ihr Land, den Boden, oder sie hingen an der Person ihrer Anführer, die Vasallentreue. Die Juden haben das moderne Prinzip eingeführt, sie hingen nur noch am abstrakten Gesetz. Sie hingen nicht mehr an der Person, nicht mehr am Land, sondern definieren sich über etwas Abstraktes, über eine Idee, über das Gesetz. Und das ist für ihn das moderne Prinzip. Und das wiederum hat sie in seinen Augen auch zu dem Revolutionären Und wenn ich es richtig sehe, gemacht. Sagen, die abstrakte Idee ist das Verhältnis eines Einzelnen und eines Volkes zu einem Gott, dem es auch um die Freiheit der Einzelnen geht als Gläubigen und auch um Gerechtigkeit. Also Freiheit und Gerechtigkeit als Elemente dieses Abstraktums einer religiösen Bezogenheit auf etwas Höheres, von dem wir kein festes Bild haben, was aber sozusagen Freiheit und Gerechtigkeit als wichtige Ideeninhalte des Verhältnisses zu dieser Größe auch beinhaltet. Das auf jeden Fall. Also ich glaube, Heine war gegenüber den religiösen Autoritäten immer sehr skeptisch und ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass er die religiösen Schriften der Juden als Freiheitsmanifeste liest, die Bibel schon. Das meine ich. Also die Bibel schon. Die biblischen Schriften. Die biblische auf jeden Fall. Da hat er also eine ganz besondere Sichtweise. Und das Interessante ist, dass er wiederum deutlich zu machen versucht, dass dieser Freiheitsgedanke in alle europäischen Kulturen eingeflossen ist, dass das das eigentliche Erbe des Judentums ein Freiheitserbe ist und keine Orthodoxie, keine bestimmten Lehren sind. Das hat er auf vielfältige Weise deutlich zu machen versucht in seinen Schriften. Das heißt, der moderne Kosmopolitismus hat auch jüdische Wurzeln, kann man sagen? Nicht auch wahrscheinlich. Heine würde wahrscheinlich sagen... Ausschließlich oder vor allen Dingen. Genau, ja. Wenn wir von diesem Bewusstsein an Freiheit ausgehen, was den jungen Heine ausmacht und wir haben ja heute ein Stück vor, auch Heine im Exil zu beschreiben, was das bedeutet, dann scheint mir das Erste zu sein, dass Heine mit dieser Idee von Freiheit und Gerechtigkeit in dem restaurativen Deutschland erstmal nicht viele Freunde macht. Also auch Spannung erlebt im politischen Raum, dass die Herrschenden durchaus nicht interessiert sind, mehr Freiheit und mehr Gerechtigkeit walten zu lassen, die sie eigentlich versprochen hat nach den Freiheitskriegen, einziehen zu lassen. Und wie würden Sie sozusagen in wenigen Sätzen den Entschluss Heines beschreiben, dann nach wenigen Jahren, in denen er sozusagen halbtätig war, viel gereist ist, doch nach Frankreich zu ziehen? Was hat ihn bewogen? Also erstmal muss man sagen, dass Heine innerhalb von sehr kurzer Zeit zu dem wichtigsten jungen Autor geworden ist. Und das geschah durch die Reisebilder. Das war sein frühes Meisterwerk. Sehr offene Texte, in denen er, wie er selber sagt, alles schreibt, was ihm gerade einfällt, also keine geschlossenen Erzählungen mehr, sondern im Grunde Montagen, Feuilletonartige Texte über Reiseerlebnisse. Das war etwas ganz Neues, diese Art von Literatur, die zeitkritisch war, aber auch einen hohen künstlerischen Anspruch hatte. Damit war er auf die Bühne getreten, damit wurde er immer mehr zur Reizfigur in der Öffentlichkeit. Es war ja eine Zeit, in der überall Zensur herrschte und Heine wurde gewissermaßen zum roten Tuch für die Behörden und er erlebte eigentlich, dass jedes neue Buch, das er herausbrachte, verboten wurde oder konfisziert wurde in den verschiedenen deutschen Staaten. Das wurde im Grunde, war das eine permanente Steigerung.
Und ihm war sehr bald klar, dass er schon inzwischen eine solche öffentliche Position erreicht hatte, die es ihm eigentlich unmöglich machte, in Deutschland auf Dauer einem bürgerlichen Beruf nachzugehen, auf Dauer eine Stellung einzunehmen, die ihn leben ließ. Deswegen reifte irgendwann dieser Entschluss, das Land zu verlassen. Den hat er allerdings zu unterschiedlichen Zeiten immer schon wieder gehabt. Er hat ihn gehabt als Reaktion auf Judenfeindlichkeit. Oft in Briefen gibt es Äußerungen wie ich will ein Japaner werden oder in seinen autobiografischen Schriften, unter anderem auch einigen, die in dem Buch enthalten sind. Das Märchen meines Lebens stellt er sich vor als der Graf von Ganges. Ja, also stellt sich gar nicht als Deutschen vor. Ja. So weit weg von Japan, weg. Indien. Genau, also den Gedanken, Deutschland zu verlassen, gab es schon sehr lange. Wurde übrigens auch diskutiert in dem Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden. Der Schritt nach Frankreich erfolgte dann nach 1830, also Heine selbst ging 1831. Der Entschluss wurde konkret 1830, dafür gab es einen ganz deutlichen Anlass, einen äußeren Anlass. Das war die Julirevolution. In Paris. Die auf Helgoland erlebte, glaube ich, nicht? Bitte? Die auf Helgoland mitbekam, und wie war das? War auf Helgoland und hat in seinen Briefen aus Helgoland auch darüber geschrieben, wie also dort die Nachrichten von der Revolution ankamen. In Zeitungspapier gewickelte Sonnenstrahlen, ist die Formulierung, die Heine dafür findet. Also Begeisterung. Das löste eine Begeisterung hervor, nach Paris zu gehen, und das Rückständige, das dunkle, das von Zensur geknechtete Deutschland zu verlassen. Er schrieb damals, der Rhein ist der Jordan, das geweihte Land der Freiheit trennt vom Lande der Philister. Und Heine hat eben das Land der Philister verlassen, um nach Frankreich zu gehen. Allerdings war das zunächst mal ein freiwilliger Schritt. Also das muss man deutlich sagen. Und der Weg aus der Sklaverei, kann man sagen, im Biblischen. Also sozusagen, es ist, wenn man es richtig sieht, dann eine doppelte, also eine Negativerfahrung in Deutschland nicht reüssieren zu können, Zensur fürchten zu müssen und zum anderen diesen Ausblick zu haben auf ein Land, in dem Freiheit herrscht, in dem mit der Revolution etwas angebrochen ist, was eben nicht Zensur heißt, was Öffnung heißt, was Freiheit, was Veränderung bedeutet. Ja, und Urbanität, Austausch, in Gesellschaft leben, Literatur in Gesellschaft zu leben. Heine hat oft ja auch über den Vergleich zwischen deutschen und französischen Schriftstellern geschrieben. Und das, was er dabei hervorhebt, ist, der deutsche Schriftsteller, der in seinem Gelehrtenstübchen sitzt und ganz alleine vor sich hinschreibt, der Franzose, der französische Schriftsteller, der in Gesellschaft lebt, der in den Salons lebt. Also das diskursive der Element. Der draußen ist, der mit den Leuten spricht, aus den verschiedensten Kreisen und in der Gesellschaft lebt und schreibt und nicht irgendwo ganz entfernt. Das war schon ein Ideal für ihn. Insofern war Paris auch ein idealer Ort für ihn, auch wenn es eben dieses Element der Nicht-Freiwilligkeit gab, dass er eben einerseits aus Deutschland wegging, weil er dort nicht arbeiten konnte und natürlich in Frankreich ganz andere Bedingungen vorfand, wobei eben auch jeder Schritt ins Ausland in diesem Falle mit einem Verlust einhergeht. Das ist ja ganz klar. Also es war nicht nur freiwillig. Er hat später dann, als er den Begriff Exil dann auch benutzt, dazu sich ja auch ausführlich geäußert. Zunächst einmal war große Euphorie. Er hat gesagt, wenn Sie mich fragen, wie es mir geht, wenn zwei Fische im Wasser sich begegnen, so antwortet der eine dem anderen, ich fühle mich wie Heine in Paris. Aha. Also er war dort in seinem Element. Mit großem Selbstbewusstsein. In seinem Element, und er war dort auch anerkannt, das muss man auch sagen, war dort anerkannt als Repräsentant der jungen deutschen politischen Literatur. Also erstmal eine Erfolgsgeschichte. Zunächst mal eine Erfolgsgeschichte, auch eine Integrationsgeschichte, weil er, anders als viele deutsche Immigranten, den Weg auch in die große Pariser Gesellschaft, in die große Welt der Salons gesucht und gefunden hat. Mhm. Er war befreundet mit Chopin, mit Balzac, mit Georges Sand. Also er war Teil der Pariser Gesellschaft. Das Huus des literarischen Lebens, kann man sagen, des künstlerischen Lebens. Und sehr aufschlussreich, dass Heine, Sie beschreiben das auch eigentlich in den ersten ein, zwei Jahren auch in Deutschland durch seine Artikel, die er aus Frankreich schreibt, enorm Erfolg hat. Also erst einmal öffnen sich die Türen der großen Zeitung, die Allgemeine Zeitung in Augsburg ist das Blatt, was von allen gelesen wird, was ihn gut bezahlt, und seine Artikel kommen an erst einmal.
Das war von Anfang an der Plan, dass er aus Frankreich nach Deutschland wirken wollte. Das war die fortgeschrittenste Gesellschaft, die auf dem Weg zur Industriegesellschaft war. Dort passierten die Veränderungen, von denen jeder wusste, dass sie eines Tages ganz Europa oder vielleicht sogar die ganze Welt betreffen werden würden. Darum hat Heine von dieser modernen Gesellschaft und dieser revolutionären Gesellschaft berichten wollen. Vor allen Dingen immer unter der Prämisse, die Revolution ist noch nicht zu Ende. Und darüber wollte er nach Deutschland berichten. Die weitere Umsetzung der Revolution. Genau. Also er hat nicht Umsetzung, sondern hat gesagt, die Revolution ist noch nicht zu Ende. Und einige von uns werden vielleicht nicht einmal die Mitte überleben. Also er saß in einem revolutionären Prozess, zumal er ja auch nur wenige Monate nach seiner Übersiedlung nach Paris die Erfahrung machte, dass die Gruppen, die Juli-Revolution vorangetrieben hatten, am Ende nicht die Sieger waren. Das heißt, ihm war schon klar, dass das Volk, das die Revolution gemacht hatte, diesen Sieg erkämpft hatte für die Bourgeoisie, die Finanzbourgeoisie vor allen Dingen, die sich jetzt durchsetzte und an die Macht kam. Diesen Prozess verfolgte Heine mit großer Skepsis. Und die Verwerfungen, die das bewirkte, darüber wollte er in Deutschland berichten. Das hat auch einen soziologischen Blick gehabt auf die Gesellschaft. Er hat einen soziologischen Blick gehabt, aber er hat auch den Blick gehabt für die verschiedenen Strömungen. Mhm. Heine ist wirklich wie ein Reporter auf die Straße gegangen, hat berichtet, was er dort sieht, hat die verschiedensten politischen Gruppierungen besucht die Deutschen damit bekannt gemacht. Es ist ja auch ein Bericht zu seiner Beobachtung der damaligen Cholera oder was es war, das war da auch, glaube ich, nicht. Ein Bericht über eine ansteckende Seuche in Paris, die er minutiös beschrieben hat, wie die Menschen sich verhalten. Ja, die Cholera war, die er 1832 erlebt hat, also die wütete schon länger in Europa auch. Aber als er in Paris war, hat er dort einen Ausbruch der Cholera erlebt. Sein eigener Cousin, der ihn zu der Zeit besucht hat, ist daran auch erkrankt, er selber nicht. Und die große Kunst ist, gerade wenn man diese Cholera-Berichte liest, ist, wie Heine die gesellschaftlichen, die Zeichen der Zeit erkennt an diesem Phänomen. Er bringt es auf die Formel, das System hat die Cholera, unsere Gesellschaft hat die Cholera. Und er beschreibt eben, wie die Cholera die verschiedenen sozialen Verwerfungen zum Vorschein bringt in der Zeit, in der er in Paris ist. Das ist ja auch etwas, was uns heute nicht fremd ist. Aktuell. Und diese Berichte, die er aus Paris schrieb, waren enorm wirkungsmächtig. Die wurden verschlungen, weil er einer der ersten war, der nicht nur trockene Reportagen über politische Ereignisse schrieb, sondern der wirklich lebendige Lebensberichte über das Leben in Paris und sein Erleben dieser Zeit schrieb. Immer mit der Drohung der Revolution im Hintergrund. Und das so war, waren diese Texte in Deutschland schon sehr schnell verboten. Also die Allgemeine Zeitung, die größte deutsche Tageszeitung, konnte sie nicht mehr drucken und er musste diese Berichterstattung dann zunächst einmal einstellen. Das heißt, weil man befürchtete, wenn Heine weiter berichten würde, würden die Deutschen Lunte riechen, würden sich für das begeistern, was in Frankreich passiert und versuchen, die politischen Strukturen zu verändern. Ja, es gärte ja auch überall in Deutschland schon. Es war die Zeit, die auf das Hambacher Fest zusteuerte. Also es gab eine liberale Verfassungsbewegung auch in Deutschland und da versuchte also das Metternich'sche System überall die kleinen Brände auszuschlagen, zu löschen, die überall entstanden. Und sie wussten, dass solche Artikel da weiteres Öl ins Feuer gießen wollten. Deswegen war es ja das große Bestreben, seit den Karlsbader Beschlüssen schon die Literatur und überhaupt die Presse nach Möglichkeit zu kontrollieren. Aber je länger es ging, desto schwieriger wurde es natürlich für die Obrigkeit. Und Heine, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, ist als Schriftsteller jemand gewesen, der sowohl zwischen diesen sehr konservativ restaurativen Kräften stand, als auch auf der anderen Seite nicht alles billigen konnte, was die liberalen, aber doch sehr patriotischen deutschen Schriftsteller wollten. Das heißt, er selber hat eine Position gehabt, die weder patriotisch-liberal war, noch konservativ-restaurativ, sondern die etwas Kosmopolitisches wollte.
eine Öffnung, die sozusagen nicht sich auf Deutschland als Idee allein bezieht, sondern etwas Weltweites, ein Abstraktum, könnte man auch sagen. Ja, also die Revolution, von der Heine schrieb, wusste er von Anfang an, ist eine europäische. Dieser Prozess, keine deutsche. Der Revolution war kein nationaler Prozess, das war ihm von Anfang an klar. Er lebte ja zu einer Zeit, wo er nicht der einzige politische Schriftsteller war. Er war ein großes Vorbild für eine nachfolgende Generation von Schriftstellern, die auch in die Politik hineinwirken wollten. Allerdings alle, wie Sie schon sagten, mit einem sehr stark patriotischen Akzent. Und das war ein Aspekt, den Heine... Habe ich Ihrem Buch entnommen, also sozusagen. Ja. Also. Heines Schriften kann man entnehmen, dass er eben, also für ihn war Patriotismus schon etwas Abgelebtes. Ja, das war so auch etwas darüber, mit sehr vielen Leuten, mit dem Stritt, mit Ludwig Börne zum Beispiel in Paris, Stritt, aber auch dann mit der nachfolgenden Schriftstellergeneration der Herweg und Freiligrath Stritt. Für ihn war das ein altes Prinzip, das moderne Prinzip. Das, wie er ja sagte, die Juden schon hatten, war das des Kosmopolitismus. Mhm. Darum konnte er sich eben auch mit dieser deutschen Befreiungsbewegung nicht identifizieren, weil er eben spürte, dass es dort eben diesen nationalistischen und eben auch unter anderem gegen Frankreich gerichteten Ton gab und den antisemitischen Unterton, der auch immer mitschwang in dieser Art des Patriotismus, der immer ein ausgrenzender Patriotismus war, der immer darin bestand, andere Frankreich-Juden Und könnte man, es ist interessant, könnte man sozusagen diese Zweiteilung, sozusagen Heine als jüdischer Kosmopolit auf der einen Seite und deutsche Patrioten auf der anderen Seite als liberale Kräfte, diese Spannung, ja, eine sehen, die auch vielleicht ein Stück erklärt, wie sich 1933 diejenigen, die keine Nationalsozialisten waren, trotzdem in zwei Gruppen teilten, die eine, die als jüdische Kosmopoliten rasch ins Exil ging und die anderen, die sozusagen als liberale, konservative, deutsche Patrioten das innere Exil vorzogen und eine gewisse Anpassung an die Zeit. Ist da sozusagen schon eine frühe Weichenstellung im 19. Jahrhundert zu sehen, die diese sozusagen... Weiß ich nicht, und ich würde auch in einem Punkt es anders sehen. Ja. Heine liebte Deutschland. Heine liebte Deutschland und er war nicht Kosmopolit in dem Sinne, dass er ein Weltbürger war, sondern er war sehr, sehr heimatverbunden. Und sein Anliegen war es ja gerade, quasi den Begriff der Vaterlandsliebe zu befreien von diesem konservativen Aspekt. Also er wollte sagen, man kann revolutionär und fortschrittlich sein und trotzdem sein Land lieben. Aber ich meine, nicht als politisches Ziel, das meine ich ja. Sozusagen, also, dass das Politikum Deutschland nicht im Vordergrund steht. Ja, das schon, zumal es ja eine Zeit war, in der es Deutschland noch gar nicht gab. Also als Staatengebilde noch nicht gab und man darum rang, wie das denn aussehen würde. Da würde ich Ihnen recht geben. Also da ist so eine frühe quasi Weichenstellung zwischen verschiedenen Sichtweisen. Die eine, die sehr stark innerdeutsch denkt, auch als politisches Ziel die deutsche Einheit, was immer das ist. Und die andere, die sagt, Deutschland ist mein Vaterland, das schätze ich, das liebe ich, die Sprache, die Landschaft, die Menschen. Aber trotzdem muss das politische Ziel über das Land selbst hinausgehen. Unbedingt. Also das war eben auch der Punkt, wo Heine dann bei der deutschen Freiheitsbewegung nicht mitgehen konnte und dann auch später 1848 nicht mitgehen konnte, weil er dort die alten Töne von damals wiederentdeckte. Er merkte immer, dass das Bestreben, das ja in Deutschland zusammenging, das Bestreben nach staatlicher Einheit und das Freiheitsbestreben. Also Heine hatte entdeckt, dass das zwei verschiedene, oder ihm war klar, dass das zwei verschiedene Aspekte sind, die früher oder später in Konflikt miteinander geraten mussten, weil dieses Freiheitsbestreben, wie er es sich wünschte, über das Nationale hinausging, während die deutsche Geschichte ja dann den anderen Weg gegangen ist und der nationale Gedanke in den Vordergrund gerückt ist. Gab es im jungen Deutschland andere, die mit ihm verbündet gewesen sind, oder war er mit seiner Position relativ alleine? Ja, das junge Deutschland ist schon in sich sind dort Einzelkämpfer, die auch untereinander sich gar nicht grün waren. Also Heine war mit Laube gut befreundet. Mhm. Gutzko, der auch zum jungen Deutschland gehörte und zu den fünf Autoren gehörte, die damals verboten waren, war ein erbitterter Gegner von ihm. Also eine solche Allianz hat Heine nie geschmiedet. Und er wollte auch eigentlich nie
zu einer bestimmten Gruppierung gehören. Also er hat von sich selbst gesagt, ich kann zu keiner Partei gehören, ich bin meine eigene Partei. Mhm. Also er hat sich nie bestimmten politischen Gruppierungen angeschlossen. Er war kein Politiker, er ist immer Künstler gewesen. Er wollte mit seiner Kunst politisch wirken, aber er wollte nicht auf irgendeiner Parteilinie mitmarschieren. Deswegen hat er sich eben dann auch später, als er in Paris lebte, von den verschiedenen deutschen politischen Gruppierungen eher ferngehalten. Er hat sie alle gekannt und hat auch mit vielen sympathisiert, aber hat immer seine eigene Position gehabt. Und es ist ja auch auffällig, dass er mit einem Deutschen jüdischer Herkunft, wie er selbst, Ludwig Börne, der aus Frankfurt stammte, wo viele dachten, die könnten ja eigentlich in Paris eine Allianz bilden, relativ sehr rasch in einen tiefen Zwist kam, eine Streitbarkeit, die sich vertiefte, ein Graben zwischen ihnen aufriss, der eigentlich nie verheilt ist, sondern eher sozusagen, Börne schrieb gegen ihn, Heine schwieg und hat später eine Denkschrift veröffentlicht, die sie auch in einigen Auszügen in ihrem Buch veröffentlicht haben. Was war sozusagen das Politikum in dieser sozusagen Nichtfreundschaft, dieser Feindschaft, kann man fast sagen, zwischen Börne und Heine in Paris? Also beide sind die großen Gestalten in der Zeit. Das sind, also die Zeitgenossen haben gesagt, das, was Goethe und Schiller für die Klassik waren, das sind Heine und Börne für unsere Zeit. Auch im negativen Sinne. Sie waren eben auch sehr umkämpft. Aber beide waren im Exil, beide waren in Paris, beide fanden sich dort zusammen. Börne organisierte dort deutsche politische Gruppen. Börne verstand sich als Republikaner, kämpfte für eine Republik. Der entscheidende Knackpunkt, also der Punkt, wo es zum Konflikt zwischen ihnen kam, wenn auch nicht zum offen ausgesprochenen Konflikt, ist der, den wir eben schon angesprochen haben, nämlich der Punkt des Nationalen. Ludwig Börne verstand sich als Patriot. Heine in Paris verstand sich als Weltbürger. Als jüdischer Patriot sozusagen, Börne. Ja, genau. Er war getauft wie Heine. Das andere ist der Punkt, dass Börne sich für die Umwandlung des politischen Systems interessierte. Also er kämpfte für die Republik, während Heine der Auffassung war, dass das politische System zweitrangig ist. Entscheidend ist, wie er sagte, das materielle Wohlsein des Volkes. Mhm. Darum müsste es gehen. Und er war auch jemand, der dann vielleicht auch zu individualistisch war, als dass er sich jetzt auf so einen Parteikampf einlassen wollte, wie Börne ihn führen wollte. Und in der Tat ist es so, dass die beiden dann in Paris zu öffentlichen Gegnern waren, wurden. Börne griff Heine an. Und Heine hat zu diesen Angriffen geschwiegen, auch etwas eigentlich Furchtbares am Exil ist eben, dass es ja die solche Gegensätze, die vielleicht in der Heimat auch da wären, extrem verschärft und extrem potenziert, wie in einem Brennglas. Also Börne und Heine kannten sich ja auch schon in Deutschland. Mhm. Erst im Exil wurden sie, als beide im Exil waren, wurden sie zu Gegnern. Börne hat auch Heine nicht nur politisch angegriffen, sondern hat ihn auch angegriffen, er wäre frivol, er würde da sich in schlechter Gesellschaft bewegen und wäre nicht tugendhaft, er wäre nicht charakterfest. Das waren die Vorwürfe, die von Börne kamen. Heine hat dann später tatsächlich über Börne geschrieben und versucht, ihre unterschiedlichen Literaturauffassungen zum Thema zu machen und ihre unterschiedlichen Auffassungen von der Wirkung von Literatur auf die Politik. Eine dritte große jüdische Gestalt, die Heine im Exil kennenlernte, nur kurze Zeit, war, ich glaube, 1843, Karl Marx, der ja wesentlich jünger war, fast zwei Jahrzehnte jünger als Heine und auch später sozusagen indirekt durch die Schule Hegels gegangen ist, ganz anders. Auch Kosmopolit war in einer gewissen Art und Weise, aber einen ganz anderen Kosmopolitismus hatte als den Heines. Wie könnten Sie diese sozusagen, diese andere Form von Geschichtsdenken beschreiben, die Marx vertreten hat und wo es im Grunde auch nur eine kurze Annäherung gab und dann auch ein Auseinandergehen eigentlich wieder? Ja, das Zusammentreffen, das Sie ansprechen, das passierte tatsächlich 1843, nachdem Heine von seiner ersten Deutschlandreise zurückkehrte, lernte er Marx, den ganz jungen Marx in Paris kennen. Also er war noch nicht Marxist, wenn man so will, zu dem Zeitpunkt.
Keine 25. Ne? Genau. Und Heine war das Vorbild für alle Deutschen, die nach Paris waren, weil er es geschafft hatte. Also er war also als Deutscher in Paris angekommen und alle jungen Deutschen, die auch literarisch eine Art Institution hatten, sozusagen wandten sich auch an ihn, genau. Und sie trafen zusammen in einem Kreis von jungen hegelianischen und linkshegelianischen Philosophen und Journalisten, die also die Lehren Hegels in politische Tat ummünzen wollten. Philosophie der Tat ist ja auch eins der Stichworte. Und in dieser Gruppierung, dazu gehörte auch der junge Karl Marx. Heine sympathisierte, gehörte aber nicht dazu und hat in diesen Kreisen Karl Marx kennengelernt. Marx musste kurz darauf aus dem Exil, das Paris schon war, nochmal ins nächste Exil gehen. Also musste Paris schon wieder verlassen und schrieb dann in einem Brief an Heine, unter den Dingen, die ich in Paris zurücklasse, sind Sie mir, ist Ihr Verlust, tut mir am meisten weh, ich würde Sie gerne mit einpacken. Im Geiste hat er das auch gemacht eigentlich, denn wenn man Marx Schriften liest, wird fast kaum ein Autor so häufig zitiert wie Heine. Aber es gab eben auch Differenzen, die in ihrem philosophischen Denken liegen und in ihrem politischen Denken liegen. Und der hat, vermute ich, damit zu tun, wie sie Hegel ausgelegt haben. Heine war kein Freund von Systematiken, kein Freund von politischen oder philosophischen Systemen. Heine war Individualist. Und in diesem Punkt musste er früher oder später auch mit jemandem, der eben der Geschichte einen gesetzmäßigen Verlauf zuschreibt, in Konflikt geraten, einem Verlauf, wo er sagt, das Individuum dient nur einem höheren Zweck, der Lauf der Geschichte geht über die einzelnen Individuen hinweg. Und das ist ein Punkt, in dem Heine immer widersprochen hat, der immer gesagt hat, das Leben ist kein Mittel zum Zweck, das Leben ist ein Recht. Damit hat er immer schon den Widerspruch eigentlich auch gegen jemanden wie Marx schon formuliert. Also auch eine politische Dogmatik sozusagen ist nicht das, was er sich vorstellen kann. Sie haben in Ihrem Band einen Autor, mit dem sich Heine beschäftigt, der erstmal kein deutscher Autor ist, der Don Quixote, also das Buch Don Quixote, zitiert oder erwähnt, so wie Heine es liest, als ein unzeitgemäßes Buch. Würden Sie uns diese Stelle mal vortragen können? Sehr gerne. Also es geht darum, sein Text, der ist entstanden, kurz nachdem Heine in Paris erfahren hat, dass der Aufenthalt dort sich in ein Exil verwandelt hat. Nämlich in dem Sinne, dass es nicht mehr freiwillig war. Dass nämlich der Weg nach Deutschland zurück für durch ihn die Gesetzgebung versperrt war. Durch unter anderem durch den Beschluss gegen das junge Deutschland, der später wieder aufgehoben worden war. In der Zeit schreibt er ein Vorwort oder ein Nachwort zum Don Quixote und schildert, wie er als Kind den Don Quixote gelesen hat. Und das alles falsch verstanden hat, weil er als Kind noch nicht wusste, was Ironie ist. Und alles, was dem Ritter widerfährt, für bare Münze nimmt und das erst später erfährt. Und dann schildert er so seine Lektüren in späteren Jahren. Und dann schreibt er, wie er just in dieser Zeit, also kurz nach dem Beschluss gegen das junge Deutschland, kurz nachdem er exiliert wurde, schreibt er über seine Erkenntnis darüber, dass man eben den Don Quixote auch anders lesen kann. Er sagt dann, ich war damals, also als junger Mann, der Meinung, die Lächerlichkeit des Don Quixotismus bestehe darin, dass der edle Ritter eine längst abgelebte Vergangenheit ins Leben zurückrufen wollte und seine armen Glieder, namentlich sein Rücken, mit den Tatsachen der Gegenwart in schmerzliche Reibungen gerieten. Ach, ich habe seitdem erfahren, dass es eine ebenso undankbare Tollheit ist, wenn man die Zukunft allzu frühzeitig in die Gegenwart einführen will und bei solchem Ankampf gegen die schweren Interessen des Tages nur einen sehr mageren Klepper, eine sehr morsche Rüstung und einen ebenso gebrechlichen Körper besitzt. Wie über jenen, so auch über diesen Don Quixotismus schüttelt er weise sein vernünftiges Haupt. Also da identifiziert er sich selber plötzlich mit der vorher verlachten Figur des Don Quixote. Und der Weise ist eine Ironisierung, der Philister, könnte man fast sagen. Es ist, aber
auch seiner selbst. Mhm. Denn er selbst wird auch zum Don Quixote. In diesem Falle, dass ihm bewusst ist, dass er als politischer Schriftsteller ein Risiko eingeht, dass das, was er vorhat, eben auch scheitern kann. Ja. Unzeitgemäß ist, dass er quasi in einem Exil in der Zeit lebt, also nicht nur in einem räumlichen Exil, sondern auch in einem zeitlichen Exil. Es gibt einen Brief von Heines Freund Karl August Farnhagen von Ense, den er Heine kurz vor der Übersiedlung geschrieben hatte. In dieser Zeit, als Heine schwer zu kämpfen hat, weil zwei seiner Bücher verboten worden sind und er wirklich Angst hat, dass ihm auch physisch etwas passiert, da schreibt sein Freund Farnhagen ihm, dass er deswegen Angst um ihn habe, weil er, also Heine, mit dem Fuß zu stark auf den Boden einer Zukunft aufzutreten versucht, die ihn noch gar nicht tragen kann, während dabei gleichzeitig der andere Fuß, der in der Gegenwart steht, allen Halt verliert. Mhm. Also Heine hängt buchstäblich in der Luft und zwischen den Zeiten. Mhm. Und das ist genau das, was der Farnhagen da beschreibt, genau die Situation, in der Heine sich unmittelbar vor der Übersiedlung nach Paris befand und die Heine dann später eben in dieser Don Quixote-Lektüre spiegelt. Das heißt, Cervantes ist ein Dichter, der eben verwandt ist in der Beschreibung einer Figur, die unzeitgemäß ist, deren Ideale sozusagen nicht einfach vergessen sind, sondern die man auch für eine Zukunft denken kann, als solche, die ihre Zeit haben werden, aber jetzt im Grunde den sie vertritt, gegen Windmühlen anrennen lässt, ohne dass es pragmatisch sinnvoll wäre, sie aufzugeben. Das ist es. Und er hat eben auch den Gedanken, der hier drin steckt, dass man als Unzeitgemäßer eben auch scheitert und auch scheitern wird. Das ist ja auch eine Erfahrung, die Heine tatsächlich dann gemacht hat. Und Sie haben sehr ausführlich in Ihrem Band auch die Geständnisse, eine sehr späte autobiografische Schrift, die er seinen Schriften unter anderem über Religion und Philosophie in Deutschland voranstellen möchte, fast, ich glaube, gänzlich abgedruckt. Mhm. Und in dieser Schrift ist sehr stark auch die Unzeitgemäßheit oder die Eigenwilligkeit des Jüdischen, der jüdischen Religiosität, des jüdischen Glaubens, des jüdischen Schicksals, kann man auch sagen. Sie haben es am Anfang ja auch schon gesagt, einer Religionsgemeinschaft, die auf ein Abstraktum setzt, auf eine Idee, die nicht im Land aufgeht, nicht in anderen Dingen aufgeht. Kann man das auch als einen Idealismus beschreiben? Was ist das Jüdische, wie Heine es sieht? Idealismus würde ich es nicht nennen. Seine Sichtweisen sind über sein ganzes Leben hinweg eigentlich immer konsistent. Aber ein Aspekt ist etwas, das gar nichts mit ihm von innen zu tun hat und auch gar nichts mit dem Judentum als Religion oder als Idee zu tun hat, sondern der wichtigste Aspekt ist eigentlich, das, was von außen kommt. Heine sagt einmal zu seinem Freund Heinrich Laube, ich kann nicht aus meiner Haut, die von den Christen gegerbt wird seit 2000 Jahren. Also bei ihm ist das Bewusstsein einer Leidensgeschichte, einer Exilgeschichte, die das jüdische Volk prägt und die ihn auch prägt. Das ist angelegt bei ihm. Das ist ihm sehr bewusst, dass dieses sein ganzes Leben prägen wird, egal was er macht. Ob er sich taufen lässt, ob er spottet über rückständige Juden, über Juden, die sich taufen lassen, was er gemacht hat. Es ändert nichts daran, dass er diese Haut aus Palästina hat. Diese Haut stammt aus Palästina, sagt er. Dass er Jude bleibt. Also diese Leidensgeschichte, diese Erfahrung der Leidensgeschichte ist ein Aspekt seiner jüdischen Erfahrung. Und der andere ist doch auch, den Sie auch mit erwähnen, der, ich würde sagen, sozusagen ein Positivum, es wird auch in dem Geständnis genannt, das portative Vaterland, die Bibel. Das heißt, also das ist eine Buchgeschichte, kann man sagen, ein Volk, das leidet, das aber auch sich durch ein Buch auszeichnet, das ganz anders als andere Völker durch die Zeiten mitgeht. Ja, das sind wunderbare Passagen, wo Heine über die Juden als das Volk des Buches schreibt. Und das ist natürlich beim Thema Exil. Er ist in Paris, er ist im Exil, schreibt über ein Volk in der Diaspora. Und wie rettet sich dieses Volk? So sagt Heine, seine Rettung ist ein Buch. Das transportable Vaterland, das Vaterland des Buches, in dem man lebt und liebt und leidet.
etwas, was er sicherlich auch für seine eigene Existenz sagen könnte. Das sind wirklich sehr, sehr poetische Passagen, wo er über die Bedeutung der Bibel als portative Vaterland, wie Sie zitiert haben, schreibt. Es ist ja auch seltsam, wird in der Geschichte auch deutlich, auch in Ihrem Nachwort, dass Heine am Ende seines Lebens ab 1848 so schwer erkrankt ist, dass er im Grunde nicht mehr sein Lager, die berühmte Matratzengruft, verlassen kann. Das heißt, im Exil nochmal ganz anders sozusagen in ein Elend geworfen ist, also sich noch nicht mal mehr aus dem Haus bewegen kann, auf sich selbst zurückgeworfen ist, in dieser Existenz dort noch 8 Jahre existiert. Und wie Sie auch in der Robert-Arbeit beschreiben, erlebt, wie die Familie auf einmal noch stärker als das Vaterland selber zu etwas wird, was ihn einengt, was ihn ganz gravierend auch Leben kostet. Ja, also diese Zeit, die Leidenszeit, die Krankheitszeit ist eigentlich eine unglaubliche Episode in diesem ohnehin schon unglaublichen Dichterleben. Also die Erkrankung, die dazu führt, dass er im Grunde 8 Jahre lang bettlägerig ist und sein Krankenlager nicht mehr verlassen kann, trotzdem in dieser Zeit noch unglaublich produktiv ist, also dieser schwierigen Situation ein großes Werk abbringt, unter anderem die Geständnisse, unter anderem die Überarbeitung seiner alten Zeitungsartikel zu einem großen Buch, Lutetia, der Romancero, seine große Gedichtsammlung, also es ist unglaublich, was er leistet in dieser Zeit, belastet durch die körperlichen Leiden, belastet durch die politische Situation, die 1848 umschlägt, in eine Zeit der Reaktion und auch des Verlustes von Utopien. Und dazu eine familiäre Katastrophe, die Sie angesprochen haben, die eigentlich der Höhepunkt eines immer schon schwelenden Konfliktes mit der eigenen Familie, genauer gesagt mit der Familie des Onkels Salomon, den Sie ja vorhin auch schon angesprochen haben, ist, der stirbt 1844, und hatte Heine vorher lange Jahre finanziell unterstützt, ihm eine regelmäßige Pension bezahlt. Und mit diesem Tod hört diese Pensionszahlung auf. Sie ist in seinem Testament nicht vermerkt. Heine war in dem Glauben, dass diese Zahlung weitergehen würde. Der Erbe, sein eigener Cousin, verweigert ihm nun diese Zahlung. Und es beginnt ein Streit, ein furchtbarer Streit um dieses Geld. Aber eigentlich in Wirklichkeit nicht so sehr auch um das Geld, sondern um die Anerkennung. Und Heine fällt in eine Depression darüber. Es trifft ihn sehr. Er hat eine unglaubliche Formulierung, die er da wählt. Er sagt, dieser Streit, die Tatsache, dass mein eigener Cousin mir dieses verwehrt, was sein Onkel mir versprochen hat, hat mir die Knochen im Herzen gebrochen. Das ist die Formulierung, die er wählt. Das belastet ihn stark in der Zeit. Und trotzdem, und damit würde ich gerne schließen, unser Gespräch, ist er fähig zu schreiben, Gedichte zu schreiben, Prosa zu schreiben, Essays zu schreiben, und Sie haben ein Gedicht ausgewählt aus dieser Spätzeit, in dem er diesen Zustand des Dichters, der in dieser fatalen Lage des Krankenbettes, des dort Liegens, des Halbtotseins, eben noch die Poesie produziert. Und am besten, wenn wir einfach Heine nochmal selbst das Wort geben und Sie dieses Gedicht lesen könnten. Das will ich gerne tun. 108, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Die Seite dürfte es sein. Das ist ein Gedicht, das einerseits die Situation in der Matratzengruft, in der Heine dort liegt, in diesem Krankenlager beschreibt. Andererseits vor dem Hintergrund zu lesen ist, dass die Revolutionen gescheitert sind, dass die Ideen dieser Revolutionen aber immer noch da sind und ihn bewegen. Und Heine schreibt, wie langsam kriechet sie dahin, die Zeit, die schauderhafte Schnecke. Ich aber, ganz bewegungslos, bleibe ich hier auf demselben Flecke. In meine dunkle Zelle dringt kein Sonnenstrahl, kein Hoffnungsschimmer. Ich weiß, nur mit der Kirchhofsgruft vertausche ich dies fatale Zimmer. Vielleicht bin ich gestorben längst. Es sind vielleicht nur Spukgestalten, die Fantasien, die des Nachts im Hirn den bunten Umzug halten. Es mögen wohl Gespenster sein, altheidnisch-göttlichen Gelichters. Sie wählen gern zum Tummelplatz den Schädel
eines toten Dichters. Die schaurig süßen Orgia, das nächtlich tolle Geistertreiben, sucht des Poeten Leichenhand manchmal am Morgen aufzuschreiben. Herr Liebke, ich danke Ihnen für das Gespräch, für die Lesung. Ihnen alle einen guten Tag noch, bis zum nächsten Mal.